Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Nachdem im letzten Video die Kameraeinstellung so kacke war, hoffe ich, dass es diesmal wieder besser ist. Ich habe jetzt lange probiert und ich hoffe, so geht's. Heute habe ich aber keine Kameratricks für euch, sondern meinen Want-to-Read für den Februar. Es wird langsam langweilig, wie immer, 5 Bücher. Und ich schnack nicht lange drum rum, sondern zeige euch einfach mal, was ich mir so vorgenommen habe. Als erstes ein kleines süßes Büchlein, was ich wahrscheinlich sehr schnell durchhaben werde. Und zwar Thees Uhlmann über die toten Hosen. Das Ganze sieht so aus. Hinten steht nicht wirklich viel drauf, sondern nur, wenn Thees sein erstes Konzert von uns beschreibt, dann ist das für die Musik das, was Fever Pitch für Fußball ist. Breiti von die toten Hosen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das einfach eine kleine Hommage von Thees Uhlmann über die toten Hosen. Ich liebe Thees Uhlmann, ich mag die toten Hosen. Ich denke, das Büchlein wird mir auf jeden Fall Freude bereiten. So, erstmal hier Organisation. Als nächstes ein zweiter Teil aus einer Reihe, und zwar von Jennifer L. Armentrout, Onyx Schattenschimmer. Das Ganze sieht so aus. Im ersten Teil geht es ja um Katie, die neu in die Gegend zieht und ihre Nachbarn kennenlernt. Damon, der 17-jährige Nachbar, ist von Anfang an sehr abweisend zu ihr und sie versteht gar nicht so wirklich warum. Und trotz allem knüpfen die beiden quasi ein bisschen Kontakt, was in erster Linie daran liegt, dass sich Katie mit Damons Schwester anfreundet. Und ja, mehr möchte ich gar nicht sagen. Das ist, wie gesagt, der zweite Teil der Lux-Reihe. Im letzten Video wusste ich nämlich nicht mehr. Es ist die Lux-Reihe. Ja, der erste Teil hat mir ganz gut gefallen und ich dachte, ich mache einfach mit dem zweiten direkt weiter. Und habe vor, die Reihe so jetzt nach und nach in naher Zukunft auch zu lesen. Einfach damit ich auch nicht das Problem habe, dass ich so eine lange Pause dazwischen habe und dann die Hälfte wieder vergesse. Das passiert mir nämlich manchmal leider. Und da die Bücher ja alle schon draußen sind, weil ich die letzte bin gefühlt, die es jetzt erst liest, wird das, denke ich, auch ganz gut funktionieren. So, und die anderen drei Bücher, die ich euch zeigen werde, gehören zusammen. Es ist nämlich jetzt endlich erschienen, yay, der dritte Teil dieser Reihe. Und ich habe sowohl den ersten als auch den zweiten Teil sehr geliebt und beide wahnsinnig gemocht. Und habe mir einfach vorgenommen, jetzt wo der dritte draußen ist, die ersten beiden auch nochmal zu lesen. Sprich, ich möchte die Trilogie in einem Rutsch durchlesen. Einfach, weil ich gerne noch ein bisschen das Ende hinauszögern möchte. Andererseits aber auch, weil den ersten Teil habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gelesen. Ich weiß gar nicht. Ich schaue gerade mal, wann der denn rausgekommen ist. Eine Sekunde bitte. Genau, 2017. Den zweiten dann 2018 und der dritte kam jetzt. Und einfach, damit mir auch da irgendwie nicht irgendwie blöde Lücken dazwischen kommen, lese ich jetzt erst Teil 1, Teil 2 und dann den neuen Teil 3. Es geht um Never Night von Jay Kristoff. Der erste Teil ist die Prüfung, so sieht das Schätzchen aus. Und da dies der erste Band ist, lese ich euch hier den Klappentext vor. Sie ist keine Heldin, sie ist eine Frau, die Helden fürchten. Mia Coverf ist ein Kind der Schatten und sie kennt nur ein einziges Ziel. Rache an den Männern zu üben, die ihre Familie zerstört haben. Ihre Feinde sind die Mächtigen des Reiches, ein General, ein Konsul und ein Kardinal. Doch Mia ist zu allem entschlossen. Sie macht sich auf den Weg zur Enklave der Roten Kirche, einem geheimen Assassinenorden, um die Kunst des Tötens zu erlernen. Ich habe, wie gesagt, das Buch schon gelesen. Ich habe es wahnsinnig geliebt. Ich habe es, glaube ich, sogar rezensiert. Wenn ja, verlinke ich euch die Rezension unten in der Infobox. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, weil ich meine, ich habe da damals eine Rezension hochgeladen. Genau, das ist Teil 1. Weiter geht es dann mit Das Spiel. Das Buch sieht so aus. Da lese ich euch den Klappentext jetzt nicht vor, weil ich niemanden spoilern möchte.
Und ganz frisch in meinem Besitz, ich mache hier gerade den Zettel noch ab, damit ihr es richtig seht, ganz frisch in meinem Besitz seit 4 Stunden oder so, die Rache, der letzte Teil. Ja, ich freue mich wahnsinnig, vor allem auf Nevernight, muss ich ehrlich sagen. Ich bin am Überlegen, ob ich eventuell im Februar ein Lesewochenende mache und da dann einfach gucke, dass ich so viel wie möglich von den Büchern lese. Also quasi so ein Nevernight-Lesewochenende. Hättet ihr da Bock drauf, dass ich das vielleicht mit der Kamera begleite? Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mal verraten. Ja, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig. Und aber natürlich auch auf die anderen 2 Bücher. Ja, eigentlich bleibt mir dann jetzt auch schon nicht mehr zu sagen. Es ist ein bisschen blöd, weil ich halt bei den Fortsetzungen, wie gesagt, nicht sagen möchte, worum es geht, weil ich niemanden spoilern will. Und bei dem dritten Teil weiß ich es ja auch quasi noch gar nicht. Was habt ihr euch für den Februar vorgenommen? Habt ihr euch, weil ja auch immerhin Valentinstag ist, einen Liebesroman mit auf die Liste gepackt? Oder geht ihr voll dagegen und lest ganz viel Horrorbücher? Verratet es mir sehr gerne unten in den Kommentaren. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, im nächsten Video wieder. Es würde mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und sage bye bye.